Danke, Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist ein Trauerspiel, dazu zu gucken, weil diese Hin- und Herschieberei von Kosteneinsparungen, gerade an Punkten, wo es krass ist, ich sag's mal so salopp, das, was wir jetzt hier abgestimmt wird mit den Schulsozialarbeitern, jetzt, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, mögen die nötig sein, dass man da Aufstockung macht, das sehe ich ein. Aber ich komme nicht umhin zu betonen, dass das eine hausgemachte Geschichte ist, aus mehreren Gründen. Es wurden unnötige Corona-Maßnahmen hier im Hause mit begünstigt und gefordert und durchgezogen. Es gibt ja eine unkontrollierte Einwanderung, es gibt die Probleme, dass alles immer teurer wird. Niemand macht sich hier Gedanken, wie es den Familien geht, wie es den Kindern damit geht. Der Druck, der wächst täglich. Die Kinder nehmen ihre Eltern wahr, die Eltern sind die Vorbilder für die Kinder. Und dieser soziale Druck spiegelt sich bei den Kindern wieder und läuft dann in der Schule nun mal auf. Und da sind Probleme, um die sich nicht gekümmert wird. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass man hier in dem Hohen Haus sich mal überlegt, was für Möglichkeiten haben wir gerne auch im Schul- und Sportausschuss. Gibt es nicht unkonventionelle Möglichkeiten über Ehrenamt, über Eltern, die vielleicht momentan nicht berufstätig sind, dass man sich da mal einbringt und Lösungen sucht und nicht jetzt wieder etwas aufstockt, was langfristig dann nochmal aufgestockt werden wird und wieder, weil die Probleme nehmen nicht ab. Und sie gehen ja an die Probleme, an die Wurzel der Probleme nicht ran. Das kann so nicht weitergehen. Und deswegen werden wir auch nicht zustimmen, wenn auch mit einem weinenden Auge. Danke.